zwischendurch, wenn ich das Spiel jetzt starte, verändert sich zwischendurch bei jedem Spiel zwischendurch mal die Resolution. Das heißt, ich bin jetzt schon so paranoid geworden, dass ich jedes Mal schon testen muss, ob auch alles passt mit der Auflösungsgröße und mit meinem Audio auch. Also, was haben wir vor in dieser Episode? Wir reden mal mit Tiak und Falk. Dann holen wir Crony wieder, stellen mein Leben wieder auf Maximum und gehen dann ein paar Roboter besiegen und uns hochleveln auf Stufe 30. Und wenn wir Stufe 30 sind, machen wir dann die Victor-Nebenquest, wo die Barbaren Berserker überfallen. Und sonst noch eine gute Nachricht. Ich habe mir gerade Mods für Elex 2 angeschaut. Und da ich mir ja die Fraktion von den Berserkern und Outlaws auch noch durchspielen werde, eine von beiden zumindest, werde ich die dann mit Mods spielen. Und Mods runterladen für das Spiel. 4 Seiten gibt es ja schon. Und das steht nach diesem Morkons Let's Play am Programm. Tja. Ach, und es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Wollte ich nur mal sagen. Tjark, Jark, du. Nein. Nein. Verdammt. Ah. Thor. Thor. Ich stelle mich. Ja, ja, verdammt, wir wissen. Wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Oh, ich hab's ganz vergessen. Dieser Schwachsinn. Ah, ich muss mich erinnern, dass ich mich nicht was in den nächsten. Scheiße. Es wird immer schlimmer. Was habe ich getan? Mir fehlen ein paar Stunden. Diese verfluchte Infektion. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Ah, mein Kopf. Ja, ja. Du raubst mir diese Stunden, Jax. Du raubst sie mir. Ist ja keinen schnellen Weg runter. Ah, oh, verdammt, Jax. Warum tust du mir das an? Jetzt kann ich mit niemandem mehr reden. Du hast mich überall immerhin teleportiert. Wo muss ich eigentlich hin? Oh, ich bin schon verwirrt. Verdammt, Jax. Ich hatte einen Plan und du ruinierst ihn. Oh, das geht ja gar nicht. Blutzisterne. Ich habe sowieso keine Fähigkeiten da ausgewählt. Was war das jetzt wieder? Ich kann 90% nehmen zum Spaß. Die haben mir jetzt wieder Blut gegeben. Wo ist Marat? Was gibt's, Alter? Ah, du bist ein Peiniger. Du weißt schon, dass du deine Maske runternehmen musst zum Rauchen, oder? Ah, ich brauch. Nur ein Scherz. Marat? Auch nicht. Oh, dann. Oh, gehen wir halt zurück in die Burg. Falk wird sich sicher schon beraten vorkommen. So, ich folge. Den einzigen, den ich eigentlich nicht die ganze Zeit bemalen will. Rup. Falki Pupsi. Besser. Ja. Aussetzer. Wer ist der? Portiert mich noch irgendwo hin. Wie soll ich so genug Erfahrung zusammenbekommen? So, jetzt da. Fightet! Falk, willst du nicht mit ihm reden? Na schön, ich bin schon. Da, jetzt? Gibt es einen Grund, warum du mich so anstarrst? Nun, ich. Ja? Naja. Er will mit dir kämpfen. Was? Warum? Brauchst du Training? Im weitesten Sinne.
Aber nein, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn, fürchte ich. Du fürchtest? Meinetwegen? Nein, eher das Gegenteil. Was? Kurz gesagt, er möchte, dass du ihn vermöbelst. Wie bitte? Was? Das ist jetzt vielleicht etwas zu salopp dahergesagt. Der einfachste Weg wäre es, dich zu pro... Okay. Egal was... Also... Das hat dir gefallen, nun, oder? Ich könnte ihn ja... Lass mal gut... Ich schätze, er würde... Wir lassen ihn besser in... Nicht nötig. Im Ernst? Es ist wie bei einer Doc... Man muss die Tee... Auch wenn sie... Ja, das alles schon durchgesprochen. Und weg mit dir. Okay, toll. 250% Erfahrung. Wo ist Crony? Da ist er. Guter Mann, mitkommen. Mitkommen. Und machen wir deine Suchchips gleich. Gut, gehen wir. Kein Countdown, sorry. Wollt mal Level 30 werden. Nein. Ich bin direkt hinter dir, Commander. Schrott. Wo müssen wir hin? Darüber. Oh, das war eine. Oh, das war ein fetter Fight. Na gut, dass ich mir mein Leben wieder zurückgeholt habe. Tot. Hat noch einen Schlag reinbekommen. Ich weiß gar nicht, was ich mir alles da jetzt drin reingewürgt habe. Naja, ich esse zu viel. Mist. Die Tasten sind ungewohnt. Vielleicht sollten wir mit ihnen in Verhandlung treten, anstatt sie zu bekämpfen. Jetzt fangen schon die Maschinen an, moralische Fragen aufzuwerfen. Er ist in Deckung. Hinweg. Running around, right round. Baby. Like a... Right round. Mein Kopf. So. Mach ich an mich selbst. Ich muss mich konzentrieren. Nicht in die Kopfphase gehen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Wir warten damit was anderen oben. Das ist gut für mich. Weißt du, wenn die Jungs verhandeln wollten, dann würden sie uns nicht angreifen, sobald sie uns sehen. Logischer Ansatz. Hat ja auch kein Ziel. Ah, er schießt auf Crony, deswegen. Mach den Kurator weg. Okay. Ich sehe den ganzen Schrott hier rumliegen und die toten Alps. Armer Typ. Und ich habe beim Motten die einzige Rüstung, die ich gesehen habe, leider. Oder, naja. Ganz leider kann man nicht sagen, wenn man eine Gratis-Rüstung kriegt. Ist eine Alp. Was war's? Elexator-Armer. Jetzt brauche ich nur noch meine. Meine Klerikerrüstung aus diesem und dem letzten Spiel. Und die Berserkerrüstung aus dem letzten Spiel. Und dann die Kuratorenrüstungen. Dann bin ich happy mit meiner Rüstungsauswahl. Ansonsten. Nee, das sind die so ziemlich die coolsten Rüstungen. Was haben sie gekillt? Eine Spinne, oder? Wirkliche Musik haben sie gekillt. Oh.
Wir sollten sie von diesem Planeten fegen, bevor sie noch größeren Schaden anrichten. Neuronale Netzwerke sind Hauptbestandteil der Skyen-Technologie. Das ist sehr effizient. Okay, sie benutzt... Das hatten wir alle schon. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte schon. Und seid wirklich wegen den Warcons hier. Sonst würde ich hier, glaube ich, mehrere kleine Sachen überspringen. Fragment, Maschinen da. Ah, haben Kleriker. Können wir eine Kleriker-Rüstung geben? Das merkt doch keiner, oder? Keiner von den Warcons. Obwohl, die schaut ja nicht so schlecht aus. Der rote Faden am Rücken nervt mich ein bisschen. Natürlich. Das Fliegende, die ich sehen, kommt auch noch dazu. Knapp. Ich hätte High Ground. In meine Richtung super kicken. Ich kann so gegen den Highground machen. Da war ich da aus der Typ unglaublich. Schaut euch diese Dodges an. Na, endlich. Gerade noch. Und du bist elektrisiert. Kampfbot am Boden. Raus hängt der Servomotor. Nicht verboten. Oh. Probiert. Und tot. Mein Bestreben, die Menschheit einen zu wollen, wurde über die Jahre ziemlich strapaziert. So behielt ich zu keiner der Fraktionen je ein dauerhaftes Verhältnis. Wer weiß, wie es diesmal sein wird. Ja. Im Herzen bleiben wir Kleriker. Eindeutig. Crony. Ich nehme einfach mal ein Schwert auf mit dem Kampf. Hopp, das Schwert fliegt da drauf. Da war, glaube ich, noch Loot für mich. Ja. Brille sagt so. Und da die Kapuze nicht dazu passt zu der anderen Rüstung. Was mit meinen Augenbrauen los? Zwischendurch ein fettes Augenbrauen twitchen. Das ist das andere Muskelstellen. Die hatte ich auch schon. Wird wahrscheinlich irgendwas in die Richtung von Magnesiummangel sein. Oder so ein Zeug. Ah, kommt dort genau auf Kniehöhe. Lass dich doch zerlegen. Eine Bodenanalyse ergibt, dass hier eine große Schlacht stattgefunden hat. Rückstände vieler toter Humanoider im Grundwasser entdeckt. Hier hat keine Schlacht stattgefunden, das ist ein Friedhof. Korrigiere Analyse. Danke für die Richtigstellung. Kein Problem, Kleiner. Ich wollte noch ein bisschen Thumbnail-Chancen durchschauen. Obwohl, das wären ja rote Thumbnails. Angeschossen? Ja. Du kleiner. Auf Bord. Oh. Oh. Auf mich super kicken zu wollen. Rup. Die kann ich nicht benutzen.
Pancroni, siehst du deinen Artgenossen aus der Luft? Dann mach's halt ich. Letzter kleiner Schrotroboter. George! Er rennt weg. Distanz, komm schon, hör auf mich anzuschießen. Mit diesen Maschinen der Kleriker stimmt etwas nicht. Ich muss mich unbedingt mit Crony U vorberaten. Er hat einen besseren Draht zu diesen Dingern als ich. Crony auf kurz wird schon reichen, Jax. Das weißt du doch. Yo, Crony. Und rein in die Bastion. Das ist der schnellste Weg. Bin mir zu 60% sicher. Wenn wir wieder geglitschten Schatten irgendwo haben. Mein Lieblingsschatten. Hallo Kind. Nein! Verdammt Augenbrau! Es gibt dir gleich Essen. Zuerst müssen wir noch Kalan ausschalten. Und schauen, wie viel Erfahrung wir dadurch kriegen. Ah, jetzt da. Okay, dann mal los. Die Zeit läuft. Unzureichende Information. Skip it. Da geht's hot soup. Was? Das ergibt keinen Sinn. Bin ich nur positiv? Wo ist meine Erfahrung? Wo ist meine Erfahrung? Verdammt! Keine Erfahrung, ich bin Morkan Reinhardt, was sagst du? Erweise mir Rest. Nichts. Nichts, sagt er. Ah, dann werden wir halt hier verkaufen. Episode. Vor. Nein. Nein. Vorbei. Noch nicht vorbei. Das ist zu kurz. Da haben wir noch Leute zum Reden hier. Rost ist. Ach, nein, Rost nicht. Rost ist schlecht. Unachtsam. Du. Vergib uns, O Schöpfer. Dafür verschwendest du deine Zeit? Papa. Papa, 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 papa. Ich glaube, da bin ich. Letztes Mal auch Krone mitgehabt. Erfahrung, yes. Ja, wir wissen's. Wir wissen's. Ja, ja, ja. Okay, Johannes, du redest zu viel. You talk too much. Bewohntes Gebiet geortet. Deaktiviere Feindsensoren. Okay. Flugplatte der Klärerne. Derika, mal. Wie ist die Mission? Auf die bist du auf Worte des Glaubens. Here we go. Hier passiert ja nichts Interessantes drin im Bunker. Aber das ist ein bisschen gratis Erfahrung. Und dann kann ich bei den. Stark bewohntes Gebiet geortet. Deaktiviere Feindsensoren. Nee, lass an. Sind eindeutig Feinde. Hier geht's wohl zu gut. Ja, und weg bin ich auch schon. Wasser, meins. Blululup. Bin gleich wieder raus teleportiert, ihr kriegt mich nicht. Der Schrott gehört auch mir. Könnt ihr was essen in der Zwischenzeit? Okay. Und hier. Hier kriege ich einen Fight. Verdammt, Augenbrau. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht oder ob ich es nur spüre. I'm Superman, baby. Okay.
Den Nesti-Verschnitt müssen wir noch loswerden. Hey du! Nein. Da kann ich dir auch nicht helfen. Ist vielleicht besser so. Gib nur einen kratzigen Hals. Sag. Ja, also mach Platz. Wirklich? Dann bist du mutiger als die meisten hier. Respekt. Aber mal was anderes. Du hast nicht zufällig was von Baxters Höhle gehört? Was soll das sein? Leise. Pass auf. Schließlich musste ich... Und? Klar doch. Und? Der Ort, den ich suche, kann und... Alleine habe ich keine... Ach, was? Schon. Wo ist der Haken? Ich sag doch, du bist kein einfach... Fähige Leute sind eine Sache. Wenn ich mein Wissen preisgebe, habe ich viel zu verlieren. Bei dem Risiko... Bist du dabei oder nicht? Zwingen werde ich dich nicht. Schließ. Gut. Mit vollen Taschen. Oh, okay. Diesmal bin ich vorbereitet. Das war's. Ich hoffe, die Lauferei war's wert. Mal sehen, was Johannes springen lässt. Diesmal bin ich vorbereitet. Du bist nicht von hier, oder? Doch. Nein. Ich schon. Diese Müllhalde ist das... Hey! Verdammt. Ja, wir wissen es alle. Danke. Gut, krieg ich XP? Nein, krieg ich nicht. Ich schon. Diese Müllhalde ist das Letzte. Aber deine Splitter sind der Weg nach draußen. Mhm. Naja, wir sind gleich da. Dann stelle ich dir den Rest der Truppe vor. Da wären wir. Also nicht. Ihr habt ja nichts verloren. Nimm die Waffe raus. Oi. Oi. Ich hab's schon wieder vermasselt. Rückzug. Rückzug. Oh, wirklich eine Granate. Ihr verdammten Psychopathen. Du stehst da selber drin. Wir haben... Oh, jetzt endlich. Oh, was für ein Psychopath. Eine Granate mitten in der Stadt. Ja, auf eine Granate werfen zu wollen, ich sehe es genau. Oh, Drohne hat mich blockiert. Nehmt das! Oh, da ist mein Thumbnail. Yay! Da muss ich noch die Belichtigung roter machen. Oh, passt. Und zurück zum Prediger. Dann haben wir eine volle Episode hier. Und hoffentlich ein Level Up. Sehr gut gelandet. Drohne? Ne. Eine andere Drohne. Nur ein billiger Verschnitt. Gib mir die Belohnung. Freigabe erteilt. Ja, ich hatte letztens schon den mit. Ich will keinen Segen, ich will Splitter. Mein Sohn, du... Dieses Geschenk mache ich all jenen, die dem Schöpfer wo... soll... Oh. Na klasse. 1A Toilettenpapier. Haben wir ein Level Up? Oh, was? Bisschen noch. Ja, Episode mal vorbei, ich gehe verkaufen. Und dann machen wir wieder eine Mission. Yeah.